Nero, bring keinen mit. Ach, Kaffee. Schön, wenn man alles hier schon am Platz hat. Oh, ich hatte schon Eiskaffee. Hey, weil ich brauche ziemlich viel Dilithium für die wie heißen sie? Dienstoffiziere. Da ich mal welche beantragen kann, weil ich will gucken, dass ich so viel wie möglich auf Lilla habe. Dass ich dann mal schneller durch die Staffel durchrennen kann. Ja, was heißt wirklich rennen? Ja. Ich hab da nämlich auch was Schönes vor. So, das zweite Schlüssel auf Kardex X2, geil. Och Mann, ey, der macht mich ja neidisch. Toll, wegen dir schmeiße ich das gerade auf die andere Seite, ey. Ja, nicht mein Problem. Immer bin ich heute. Nein. Ey, warum kann ich nicht einsteigen? Warum geht das nicht? Es ist doch zum Mäuse melden, ey. So, was sind die nächsten Stämme? Das sind die nächsten, perfekt. Oh ja. Achso, wir hatten doch mal so einen Shot aufgenommen für den Multiplayer hier im ETS 2, ne? Ich Idiot, hab den ganzen Ordner gelöscht. Ach, Sascha. Ich bin so, ja, es ist... Also ich habe alles über ich habe ja MKV aufgenommen, dass es ein bisschen für die CPU lange besser wird. Hallo Lukas. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und habe alles remaxed über OBS Studio. Und ja, gelöscht war. Hab den ganzen Ordner gelöscht, ey. Ach, ich weiß, das hat mir so in den Bauch wehgetan. Das ist schön zu hören. So, schnipp, schnapp, schnopp. Hab schon mal gesehen heute Morgen, dass du, da fleißig um sie gefahren bin ich mit meiner Kollege. Ja, ich hab mal kurz reingeschnuppert, ne? Ach komm, die Spitze, da können wir ja wegmachen, ey. Brauchen wir nicht. Immer diese Bussüchtigen. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja heute nur ein LS-Video, was reinkommt. Morgen kommt die nächste, macht meine neue Aufnahme. Also heute kommt noch eine Aufnahme, mache ich noch eine Aufnahme von OMSI, die erscheint dann morgen. Aber morgen früh werden wir dann erstmal gucken, dass wir dann die KI-Liste von Städtedreieck uns anschauen. Das heißt, dass wir dann kein LS morgen machen. Deswegen nehme ich heute schon auf. Am Mittwoch nehme ich nochmal, wenn alles klappt, mit Johannes ein paar Folgen auf. Wenn er Feierabend hat. Und ja, soweit erstmal zum Programm, weil für mich steht dann auch erstmal das Training im Vordergrund mit dem das Rennen in Sanford, in Holland. Und ja, danach noch zum schönen Abschluss. So, ach Gott, dann mach dich nochmal raus. Ah,
Ja gut, das habe ich ja jetzt nicht mitbekommen. Straßenbahn fahren. Aber ich find's ganz schön, ich find's schon, Speedy, hab ich, dass du schon sagst, dass du, wie viel Aufrüstungssachen brauchst du für ein Schiff aufzuwerten? Zwei? Drei? Drei brauchst du jetzt mittlerweile. Boah. Ja, super. Ein brauchst du, um das auf X aufzuwerten, und zwei brauchst du, um das auf X2 aufzuwerten. Ach du Heilig. Also brauchst du insgesamt drei. Hast du schon die neue Mission angespielt mit den Borg? Ja. Deine Meinung? Ja, ganz in Ordnung. Und was sagt, was sagt Slam Gaming dazu? Weiß ich nicht, noch nicht gefragt. Ich bin ja doch noch mal eben. Okay. Ah, ist ja auch nicht schlecht. Aber morgen wird's interessant, ey. Wenn ich die KI-Liste mir durchgucke. Also vom Facebook habe ich ja Rückmeldung bekommen, da ich mir die ganzen Dateipfade da mal gucken soll. Weil ich weiß, dass ich die Busse drin habe. Es geht nämlich viel um die Facelifts. Ich weiß nicht, warum ich bei dem so Probleme habe. Hallo? Oha. Schieß mich doch weg. Ah, da extra alles dran. Ich bin mal kurz eine halbe Stunde weg. Jo. Kannst du gerne später wiederkommen, wenn du magst. Mhm, okay. Viel Spaß bei LS. Hey, dankeschön. So. Ah, ich muss mir auch gleich mal noch eine Flasche Sprudel machen. Ah. Warte mal. Speedy hat es gerade zum zweiten Mal eingelöst. Aha. Ja, sie schläft leider noch. So. Jo, Bibi. Ah, da freue ich mich schon. Ich freue mich schon auf Oktober, ey. Dann wird dein ETS2-Server leid tun. Oh. Dann wird nämlich wieder eine 56-Stunden-Woche geballert. Nebenbei lasse ich dann wieder Pavel laufen. Ja, es ist immer so, weißt du? Das habe ich ja letztens auch gemacht. ATS3 gefahren, ich habe meinen Stream laufen lassen und ich habe dann im Hintergrund noch Pavel laufen lassen. Ja, warum nicht? Weil ich habe manchmal echt das Gefühl, da verpasst du wirklich was, ey. Auch wo es heute so still war bei ihm im Chat. Ich habe mir schon gedacht, ey, hey, normalerweise, ne? Also, 22.30 Uhr, so die ersten zwei Stunden, dann gibt es ja für ihn immer die Raids ohne Ende, ne? Wenn er dann da ist, denke ich mir so, ah, oh, toll, jetzt bist du aber so fertig, willst halt schlafen, ne? Und vor allem die neue Folge, wo er herausgebracht hat, ne, ist auch cool. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Apropos neue Folge, ach meine Lieben, ja, es gibt zwei Videos, die möchte ich mit euch angucken. Das eine geht 25 Minuten und das andere ist, es geht 45 Minuten. Ich teile das aber auf, wir gucken uns das nur heute die 25 Minuten an, weil es
Vielleicht kennt einer von euch ja den einen, den haben wir schon mal angeguckt bei mir. Und zwar ist es Diesel TV, der hat nämlich jetzt sein Scania bekommen. Und hat jetzt auch einen, der hat damals vorgestellt einen Kühlauflieger mit, das war ein Prototyp, wo du quasi eine dritte Achse am Hänger hattest, die mit die Batterie auflädt für den Kühler. Ein Kühlaggregat quasi mit antreibt, ne? Mhm. Das ist eine geile Aktion, da habe ich mir gedacht, naja, okay. Weil er ist ja jetzt auch. Das werden wir nachher sehen, ich werde jetzt nicht weiterreden. Weil der LKW, wo er jetzt nämlich gerade fährt, ja. Der ist super. Der ist einfach super. Also, wie gesagt, ich habe die neue Folge mir auch nicht angeguckt. Weil, wie gesagt, ich sehe immer nur, wenn er ein Video rausbringt, aber angeguckt habe ich sie mir noch nicht. Das möchte ich mit euch zusammen machen. Da gibt es schon was. So. Das sieht. Hey, Mädels, heb den Baum nochmal in die Luft, Daniel. Weißt du, wie es gerade ausgesehen hat? Nö? So eine Klobürste. Ach ja, das macht's ja. Ja, schön. Ich hab heute so komische. So, warte mal, Omsi 2, Tatra, eine schöne Umleitung, Linie 5, Robert Koch, Klingelspannung, okay. Ah, da sag ich da was, ey. Ja, ich weiß nicht, Lukas, ob du es mitbekommen hast. Ich hab heute Morgen oder jetzt auch noch die letzten paar Tage immer ab und zu mal Train Live, oder wie heißt das? Train Live Railrail gezockt, genau. Das ist ja leider nur so Singleplayer-Gedöns. Und. Ach, da können wir noch ein bisschen mehr reinmachen. Eieiei. Das war ganz entspannt. Ja, das ist halt. Da ist ja auch der. Nicht die transsibirische Eisenbahn. Das ist nicht, der Polar Express? Nordpol? Nee. Polar Express? Ja, Polar Express. Genau. Das DLC dazu, ne? Also. Wenn das noch mit einer neuen Karte dazu verbunden ist. Also. Weil da könnte ich auch Stunden reinkloppen, ey. Aber alleine macht's halt keinen Fun halt. Muss Passagiere fahren. Also. Und Güter. Und ich mache hauptsächlich eigentlich nur Güter. Was mir am meisten Spaß macht. So, das bringen wir auch dann mal weg. Ach, jetzt auf einmal. Das ist doch ein Show. Ich stehe auf der auf den Schienen. Ich habe nicht nochmal Lust vom Zug weggebammt zu werden. So, was braucht denn noch Holz? Für Produktion.
Achso, oh, verdammt. In Train Simulator werde ich bald ein neues Szenario machen. Okay. Ah, da bin ich mal gespannt. Ja, aber ich glaube, dass die ich muss mal gucken. Also wenn ich mal um sie weglasse, mache ich vielleicht mal so ein Train Live. So eine kleine Zugfolge mal rein. Aber es wird kein Let's Play oder so. Darauf habe ich jetzt nicht wirklich Lust. Es wird eine schöne Folge mit dem Transport und ich werde da vielleicht mir ein schönes Thema überlegen oder was Interessantes. Man weiß. Schauen wir mal. Aber erstmal ist halt jetzt mit der AI-Liste morgen dran, weil ich will da, also geplant habe ich dafür eine Stunde rein zu investieren, je nachdem wie ich halt Hilfe bekomme aus dem Chat, ne, gerade im OMSI-Bereich. Ich habe nochmal den, wo mir den die Bilder kommentiert hat, nochmal angeschrieben, vielleicht ob er dann morgen mal Zeit hat noch reinzukommen, weiß ja nicht. Kann ja sein. So. Also, das Ding ist voll. Also ich glaube, ich werde den Server vielleicht über die Nacht laufen lassen, ne? Machst du ihn immer aus? Wenn keiner drauf kommt, dann stoppt er automatisch. Ich glaube, das muss sich nicht ändern. Okay, hast du auch automatische Restart-Zeiten drin? Ja, die habe ich immer, wo keiner drauf ist. Also wenn er einen Restart macht, dann macht er das immer zwischen 1 Uhr, 1:30 nachts. Also der ETS-Server restartet immer um 0 Uhr und um 12 Uhr. 12 Uhr mittags oder was? Ja. Dann. Das wär problematisch, wenn ich dann eine 11-12er Schichtzeit da immer mache. man kann das ja ausschalten. Das ist ja nicht das Thema. Oder man macht halt nur einen Restart um 0 Uhr. Ich will halt noch ein paar mehr Hänger machen. Also, ja. So.
Jetzt aber hier weiter im Text. Was bist du? Fast verrückt. So, den um 12 Uhr habe ich rausgemacht. Was brauchen die? Die Fassfabrik. Bam, 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 bam. Was braucht denn noch unsere Achterbahn? Hä? Holzfliesen. Holzfliesen. Kriege ich aus meinem Sägewerk Holzfliesen? Funktionsstätte? Nein, okay, gut. Also brauchen wir Holzfliesen. Wer macht Holzfliesen? Schindelfabrik. Übersicht ist hier, okay. Wer macht die Holzfliesen? Keine. Ah, okay, schade. Schade, schade, schade. Ich glaube, ich kann nicht klar denken gerade. Warum nicht? Hol dir mal einen Kaffee. Ja, ich habe ja noch eine Ahnung. Ich habe ja noch eine ganze Kanne. Ich muss auch mal trinken. Ah, Mann. Warte, wir machen das mal anders. Wie viel PS hat denn mein Traktor? Okay, brauchen einen. Der muss, das wird schon reichen. So, dann brauchen wir für die Bäume. Ist das da? Ja, weil. Ja, Moment. Soll das alles sein? Das brauchen wir. So. Das brauchen wir dafür 120 PS als Langdistanz-Trecker. Lag dem Trecker. Was ist jetzt los? Und das Frontgewicht brauchen wir noch. Ja.
1,5 Tonnen. Sollte wohl klappen. Gut. Ich hole uns gerade noch ein paar eine Produktionsstätte. Mhm. Dass wir da ein bisschen vorankommen. Boden fließen. Bar. Ja. So. Lange Bretter und Bretter. Perfekt. Ja, das ist das, was wir brauchen. So. Dann. Was braucht denn unsere Achterbahn jetzt noch? Treppengeländer. Treppengeländer produziert. Ich hoffe mal, dass du das bist. So. Tisch. Treppengeländer, alles klar. Geil, jetzt haben wir noch 150.000. Passt. Gehen wir her. Produktionsstätte. Aus, 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 aus. Aus. Aus, 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 aus. Ich muss nämlich die erstmal. Ach, Moment. Hm? Da kriegt man also auch Holz her. Okay. Hier umsetzen. Das ist doch gut. Dann fahren wir dich doch dahin. Achso, ich tue gleich die Zeit vorspulen, ne? Mhm. Weil Nachtarbeit habe ich nämlich jetzt auch keine Lust draus. Na komm schon. Kleiner Gasbaby. Wollen wir heute Abend ein paar Spezialtransporte fahren? Das ist mir egal. Ich fahre alles, du weißt ja. Alles klar, dann kann ich dir ja auch diesen Einachser geben. Ja, alles her damit. Es ist halt nur traurig, es gibt so viele Mods dafür, dass die auf den meisten Karten nicht funktionieren, weil die einfach zu groß sind und da, wo sie dann stehen, du kriegst sie nicht rausboxiert, ne? Hm. Das kannst du knicken. Traurig mit da. Und es gibt so schöne Dinger. Das ärgert mich immer am meisten. Glaube ich doch. Ja. Ich sehe hier nichts. So eine Kacke. Ganz Unkraut hier. Zack, zack. Ja. Hessen, Santa, moin. Na?
Schön, dass du da bist. Erstmal einen schönen Start in den Montag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Yes. Wenn du heute Abend um 19.30 Uhr Zeit hast, so um die plus minus 10. Wir wollen da heute Abend noch noch fahren. ETS2 auf dem Server. Von dem Daniel. Juhu! Ah!